Okay, sie bleiben einfach stehen. Ja. Ist blöd, dass sowohl Talisa als auch... Au. Das ist nicht so gut. Jetzt prügeln sich Talisa und Minsk. Wobei Minsk fährt weg und Talisa verprügelt ihn. Jetzt bleiben sie beide wieder stehen. Kann das mal aufhören? Ich kann kein Magie-Bann wirken. Das ist das Problem, weil sowohl Talisa als auch Dünner hier sind beide. Könnt ihr aufhören? Aber wenigstens. Jetzt hat es nachgelassen. Gott sei Dank. Ich tue mein Bestes. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. So viel dazu. Jetzt glaube ich, ja, ist es das Beste, wenn wir erst einmal hochheilen. Ihr habt eine Aufgabe. So. Was wollt ihr? Du Minz. Du nochmal Khalid. Was? Und nochmal Minz. Ja, um allgegenwärtige Autoritätsperson. Du mit deinen beiden leichten Heilungen, die wir noch haben, die beiden. Du dich selber. Ihr habt eine Aufgabe. Was wollt ihr? Und du nochmal dich selber. So. Ich bin schon erledigt. So, du gehst mal ja hier raus im Weg. Was? Ihr zeigt mich. Und du plünderst mal die Oger. So. Was hattest du denn Schickes dabei, außer deinen Umhang? Sarjevox Tagebuch und zwei Briefe. Ja, hier rausgesprochen. Was? Zaubergift verlangsamen? Da habe ich mich wohl verklickt. Ups. Was wollt ihr? Gut. So, ist hier noch was? Das waren ja eigentlich... Ja, das sind ja Rietas Gemächer eigentlich. Das waren die Gemächer von dem anderen, die wir, von dem ich den Namen vergessen habe. Und das müssten Brunos Gemächer gewesen sein. Ja, dürfte passen. So, wir haben erstmal eine Robe. Widerstand gegen Kälte. Sehr schön. Mhm, die Pfeile brauchen sie auch langsam wieder auf. Okay, was für Briefe haben wir hier? Das war das mit dem... Ja, das war Eltaden. Sarjevox, ich habe euren Brief erhalten und bin hoch erfreut über euren Vorschlag. Ich habe meiner Frau davon erzählt und sie ist genauso aufgeregt wie ich. Ich nehme eure Mission an und glaube, dass die Entlohnung wirklich angemessen ist. Das wird unsere bisher größte Heldentat sein. Drei Großherzige von Ballus Zur zu töten. Das nennen sie eine Heldentat. Wir werden in einer Woche in Ballus Zur ankommen und werden sicherlich unsere gewohnte Unterkunft im Unterkeller weilen. Wir werden in einer Woche in Ballus Zur ankommen und werden sicherlich in unserer gewohnten Unterkunft in Ballus im Unterkeller weilen. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wünscht, werdet ihr uns dort finden. Steht zu euren Diensten live. Von dem haben wir schon gehört. Sarjevox, ich muss gestehen, dass unser erstes Opfer nicht die Herausforderung war, die meine Frau dich erwartet hatten. Der aufgeblasene Idiot war nur scheinbar zur Verteidigung bereit. Doch kann ich euch versichern, dass Enta bis zum Ende köstlich geschrien hat. Mhm. Also verrückte Meuchelmörder. Ich hoffe, dass die nächste Mission schwieriger ist. Danach zu urteilen, was ihr mir erzählt habt, scheint es so. Nichts Geringeres als zwei Großherzige in ihrem eigenen Palast zu ermorden, während sie den Hochadel von Ballus Zur selbst zur Rede stellen. Ich kann es kaum erwarten. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ihr solltet herunterkommen und selbst die Freunde des Unterkehrs genießen. Doch wie ich euch kenne, wird das niemals geschehen. Euer Gimna Dinas Live. Sarjevox Tagebuch. 14.01.1367. Welches Jahr haben wir jetzt? Steht das hier irgendwo?
1368. Welchen Tag hatten wir im allerersten? 1. Myrtul 1368. Also wahrscheinlich Anfang des Jahres 68 war das, wo das Spiel begonnen hat. Das kann gut möglich sein. 3. Myrtul. Mal kurz gucken. Welches Monat? Eliant. Haben wir den Eliant zufällig irgendwo? Eliasses, Flammleite, Myrtul. Achso, da sind wir schon im zweiten Kapitel wieder. Also Myrtul. Hier sind wir auch noch Myrtul im ersten Kapitel. Na gut, das erste Kapitel war auch recht kurz bis zu Beregos Dings, wie heißt's? Jetzt vergesse ich sogar den Naschkel. Bis Naschkel waren wir noch in Myrtul, also zweites Kapitel, 13. Myrtul, okay. Hier waren wir, glaube ich, etwas länger unterwegs. Myrtul, 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 Myrtul. Das ist alles Myrtul. Kyton waren wir dann. Kyton. Flammleite. Hier waren wir auch die ganze Zeit im Flammleite. Viertes Kapitel. Flammleite, Midsommer. Ja, Midsommer ist wahrscheinlich Mitte des Jahres, okay. Das war dann wahrscheinlich irgendwann im Frühling. Eliasses, fünftes Kapitel. Sechstes Kapitel waren wir auch immer noch Eliasses. Gut, das sechste Kapitel war ja in Kerzenburg, das war kurz. Und jetzt sind wir immer auch in Eliasses. Also nein, den Monat Eliant haben wir noch nicht erreicht dieses Jahr. Das muss wahrscheinlich spät im Winter sein. Ja, gut, lesen wir mal. 14. Eliant 1367. Heute hat Cormyr dem Eisenthron das Verbot auferlegt, innerhalb Cormyrs Grenzen zu handeln. Das könnte auch ganz am Anfang des Jahres sein. Ich nehme nämlich mal an, dass wir irgendwann im Frühling angefangen haben. Obwohl dies ein großer Schlag gegen den Eisenthron ist, bietet sich nun für Rielta die günstigste Gelegenheit, dem Hohen Rat des Eisenthrons mit seinem Antrag gegenüberzutreten. Wenn alles gut läuft, können wir die Operation in diesem Jahr beginnen. 25. Marpennot 1367. Davron hat eine Nachricht an Rielta gesendet und ihn darüber informiert, dass die Minen im Mantelwald trockengelegt und einsatzbereit sind. Diese Mitteilung müsste sehr helfen, den Hohen Rat des Throns zu überzeugen. Also das war sogar noch letztes Jahr, als sie die Minen im Mantelwald freigelegt haben. 2. Nachtal 1367. Der Rat des Eisenthrons hat beschlossen, Rietas Plan zu unterstützen. Er hatte alle erforderlichen Ressourcen erhalten und ihm wurde die Leitung des Projekts übertragen. Ich habe meinem Vater gegenüber Interesse bekundet und hat versprochen, mich an den Operationen an der Schwertkürze teilhaben zu lassen. In unserem Gespräch erwähnte er Mutter. Ich sollte mich untreu werden, so wie sie es tat. Er stellte klar, dass ich ihr Schicksal teilen müsse, wenn ich es doch täte. Ich habe beschlossen, die Zeit für meinen Besuch in Kerzenburg zu nutzen. Ich habe lange damit gewartet, den Prophezeiungen von Alaundo nachzugehen. Ich muss wissen, ob der Priester von Baal die Wahrheit gesprochen hat, bevor ich ihn tötete. Mich der Sohn eines Gottes? Bin ich Baals Sohn? Gut, da klingt Sarjevok noch einigermaßen... Naja, wie ein Verbrecher, also wie ein Untergebener von Rielta, mehr oder weniger. Nur nicht so böse und düster, sagen wir mal. 11. Chess 1368, also war das wirklich Jahresende hier. Ja, jetzt sind wir 1368. Meine Nachforschungen waren erfolgreich. Die Mönche hier in Kerzenburg waren sehr hilfsbereit. Aus dem zu schließen, was ich bisher gelesen habe... Scheint es sicher, dass in meinem Adern bald Blut fließt. Seine Prophezeiungen sind selbstverständlich doppelsinnig. Doch ich denke, ich verstehe sie. All seine Kinder sollen einen Teil seiner Macht geerbt haben. Doch nur eines ist es wert, seinen Platz als Gott einzunehmen. Zwar wird dies nicht ausdrücklich gesagt, aber es ist zu vermuten. Mein Vater war der Herrscher des Todes. Also muss meine eigene Würdigkeit durch eine Tat bewiesen werden, die mit seinem Konzept übereinstimmt. Eine Art ruhmreiche Huldigung des Tötens.
Da haben wir Sarivoks Hintergedanken. Er will eine ruhmreiche Huldigung des Tötens erzielen, um sich den Platz als Baals Nachfolger würdig zu erweisen. Jetzt kann man mal raten, was ist eine würdige Huldigung des Tötens? Der Krieg natürlich. Der Mönch Gorion macht mir Schwierigkeiten. Er scheint an meiner Lektüre interessiert zu sein. Ich muss vorsichtig sein, um meine Nachforschungen verborgen zu halten. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach umbringen, aber ich zweifle dann, dass dies in dieser abscheulichen Bibliothek möglich ist. Ja, du hast es dann außerhalb getan. 11. Tarsak 1368. Also das hier oben war 3. Tarsak. Jetzt sind wir schon im Tarsak. Jupp. Ich hatte vergangene Nacht einen Traum, in dem meine Mutter zu mir sprach. Ihr Gesicht wurde währenddessen aufgedunsen und farblos und ihre Stimme wurde schwächer, als sie mich bat, sie vor Rielta zu schützen. Ich sah, wie die Garotte ihr in den Nacken schnitt, aber ich tat nichts. Es war nur ein Traum. Was ist eine Garotte? Das höre ich auch zum ersten Mal, das Wort. Na, zum ersten Mal nicht, aber ich habe mich nie richtig dafür interessiert, so wie ich das hier gelesen habe. Also ja, Sarivok hatte ähnliche Träume wie ich, nur scheinbar hat er nichts unternommen, also wie ich, wie Talisa. Aber scheinbar hat er nichts unternommen im Gegensatz zu ihr. Ich verabschiede mich nun von Kerzenburg und nicht einen Augenblick zu früh, bin ich doch überzeugt, dass Gorion mein Erbe erkannt hat. Ich bin sicher, dass Talisa in Wirklichkeit ein Nachkomme Baals ist. Talisa zeigt alle Anzeichen und es würde Gorions Neugierde an meinen Studien erklären. Im Moment kann ich nichts weiter tun, doch ich muss unbedingt zurückkehren und den kleinen Balk töten. Es wäre dumm von mir, eines meiner Halbgeschwister am Leben zu lassen. Vor allem eines, das ich von den Hafnern aufgezogen wurde. Und ich bin sicher, dass Gorion zu ihnen Verbindungen hegt. Ja, das können wir mittlerweile bezeugen. Wir haben hier zwei. Khalid und Yahira. 5. Myrtul. Oh, jetzt sind wir im Myrtul. Da haben wir ja angefangen. Ich habe mich heute mit Rieta im Baldur's Tor getroffen. Er hatte einen Stützpunkt im Herrenhaus einer verarmten Adelsfamilie eingerichtet. Mein Vater sagte mir, dass alles glatt liefe. Malahi hat sich bei den Minen von Nashkel aufgebaut und seine Koboldhorn müssten bereits intensiv das Eisenerz verseuchen. Nur einige wenige Sklaven haben begonnen, das Erz im Mantelwald abzubauen, doch Rieta versicherte mir, dass wir nach Beginn der Raubüberfälle ständig mit neuen Sklaven versorgt würden. Okay, sie haben eine ganze Ewigkeit gebraucht, die Minen richtig in Gang zu bringen. Gut. Die Minen liefen nämlich erst, nachdem Sarivok Gorion getötet hat. Huch. Blablabla, Hammervater. Ich habe mich... 8. Hammer 1369? Das kann jetzt gar nicht sein. Kriegen wir jetzt einen Blick in die Zukunft? Oder sind die Entwickler einfach davon ausgegangen, dass wir nicht so langsam sind? Ich habe mich mit dem Führer der Kalten Hand und den Schwarzen Krallen getroffen. Für Adrenor, den Führer der Kalten Hand, habe ich nichts übrig. Doch Taugrotz scheint ein zuverlässiger Mann zu sein. Den Rest des Jahres werde ich mit den Söldnern zusammenarbeiten. Alles entwickelt... 3. Tarsak 1370. Okay, da haben sie ganz schöne Sprünge eingebaut jetzt. Alles entwickelt sich gut. Die Qualität des Erzes aus Nashkel wird langsam schlecht und meine Söldner haben bei der Auslöschung aller auf dem Weg nach Baldur's Tor befindlichen Eisenkarawanen sehr gute Arbeit geleistet. Obwohl einige meiner Söldner gefangen genommen wurden, glauben die meisten, sie arbeiten für die Zentarin. Das heißt, der Eisenthron hat bisher keine Schwierigkeiten bekommen. Ich bin sicher, dass die Zentarin in Dunkelburg nicht begeistert wären, wenn sie wüssten, dass ihr Name missbraucht wurde. In den kommenden Monaten muss ich besonders auf zentische Spione achten. 19. Kyrton 1370. Ich denke, ich werde jetzt genügend Zeit haben, mich um den komischen alten Kautskurion und seinen kleinen Balk zu kümmern. Ich muss meinen Männern Bescheid geben, dass sie in den nächsten Wochen nicht anwesend sein werde. Es lief nicht alles genau nach Plan, aber ich werde die Situation noch retten können. Talisa ist auf dem Weg nach Baldur's Tor. Wenn ich sie nach Kerzenburg locken könnte, hätte ich den perfekten Sündenbock. Mein Vater trifft sich dort mit den Rittern des Schilds. Wenn ich beweisen muss, dass ich des Erbes meines Vaters würdig bin, so muss es bald geschehen. Mein Vater hat all meine Versuche unterbunden, die Feindschaft zwischen Amon und Baldur's Tor zu schüren. Ich muss mich von ihm und seinen Gefährten befreien, wobei ich mir über eine Sache sicher bin. Nicht die,
Nicht die Doppelgänger werden Rieta töten. Diese Ehre möchte ich für mich selbst reservieren. Eine Garotte wäre, glaube ich, ideal für diesen Zweck. Also ja, hier stimmt definitiv was mit den Jahresangaben nicht. Weil wenn ich hier in mein Tagebuch gucke, sind wir noch in 1368 und nicht in 1370.